Uiuiui. Gottes! Danke, Ryan. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Okay. Oh, ich hätte kein anderes Outfit. Triggert mich. Aber ich hab nichts, was gut aussieht. Na ja, doch, sowas hier. Also, das war ja das, was ich anhatte. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Rasumdar will sagen, dass das ziemlich gut gelaufen ist. Dann erinnert er sich an Fistale und ihre Eltern. Sim, alle 5 Minuten so ein Stück runtergehen. Wurde jetzt halbes 3. Ah. Ja, gut. Ja, gut. Sie wäre stolz, Ras. Sie ist nicht umsonst gestorben. Ihr habt recht. Im Namen der Königin möchten wir euch danken. Eines Tages werdet ihr eine große und mächtige Agentin sein. Fast so groß wie Rasumdar, falls das überhaupt möglich ist. Aber nur fast. Ras muss von unserem Erfolg hier berichten. Ihre Majestät wird zufrieden sein. Was ist unser nächster Schritt? Ich werde nach Himmelswacht zurückkehren und herausfinden, was man dort in Erfahrung bringen kann. Sprecht mit Hauptmann Tendil, wenn ihr dort angekommen seid. Er wird wissen, wo ich zu finden bin. Verstanden. Ich kann aber auch einfach mal. Wie sieht denn die Rüstung aus, die wir jetzt gerade tragen? Mhm. Okay. Der Stuhl sagt auch, ich bin zu fett. Quatsch, der Stuhl ist einfach nur doof. Mein Stuhl geht ja auch die ganze Zeit runter, wenn ich mich einmal zu nahe nach hier hinten beuge. Also halt auch mit dem Hintern. Dann geht mein Stuhl auch nach unten. Liegt aber daran, dass das Ding hier unten kaputt ist. Ja, nee, das passt nicht. Das hier. Wir bleiben bei dem hier. Tendil, nach Himmelswacht müsste ich jetzt. Aber ich meine, dass es hier hinten noch eine Quest gab. Deswegen will ich da erstmal wieder hin. Yep, da ist die Quest. Dahin. Bewacht die Fels. Vorsicht, Fremde. In diesem Teil Auridons ist es nicht sicher. Ihr spaziert auf eigene Gefahr durch die Straßen von Fair. Was stimmt nicht? Eine Seuche. Geld ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Meine Mannschaft steht hier unter Vertrag. Wer hat hier die Führung? Kümmert sich jemand um die Kranken? Der Alchemist der Stadt kümmert sich um die Kranken. Ausgerechnet in der Scheune einer Einheimischen. Falls ihr vorhabt, die Stadt zu betreten, werde ich euch nicht aufhalten. Aber passt auf euch auf, hört ihr? Das werde ich, danke. Ich werde auch gleich mal mein Reittier umändern. Ich will ja alle Reittiere so mal ausführen. Ja, so viele. Die sind alle so cool. Wir verlieren sie. Amur.
Bringt mir diese Salbe. Wir arbeiten uns einfach mal von oben nach unten durch. Konnte ich nicht ahnen, dass die Dinge so aus dem Ruder laufen könnten. Meine Männer sind. Wir können später noch mehr besorgen. Ihr habt den Dienstvertrag persönlich genau so. Trag die Salbe auf. Konnte ich nicht ahnen, dass die Dinge so aus dem Ruder laufen könnten. Bitte, lass mich sterben. Sie lebt. Okay. Das ist das Einzige, was zählt. Bringt sie in die Quarantäne. Seid ihr wegen der Seuche hier? Sie breitet sich schnell aus. Was? Verzeihung. Das ist ungefähr mein vierter Tag ohne Schlaf. Geht es euch gut? Kann ich euch helfen? Es geht mir gut. Wie lange wütet die Seuche schon? Nicht sehr lange. Mein Sohn war das erste Opfer. Die Götter haben ihn selig. Ich bin eigentlich gar kein Heiler, nur der örtliche Alchemist. Aber ich konnte nicht einfach still sitzen und zusehen, wie die Leute leiden. Wie behandelt man so etwas? Mit Weidenkrautsalbe. Anscheinend kann es die Krankheit eine Weile aufhalten. Ich reibe meine Patienten damit ein, sobald sie die ersten Symptome zeigen. Wenn sich ihr Zustand verschlechtert, stellen wir sie unter Quarantäne. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Uns ist tatsächlich gerade das Weidenkraut ausgegangen. Es wächst gleich vor der Stadt auf einem großen Flecken. Würdet ihr etwas davon besorgen? Amur hat schon den nächsten Schwung Salbe vorbereitet. Wir brauchen nur den Saft, um wieder an die Arbeit gehen zu können. Ich helfe gern. Weidenkraut ist ziemlich stark. Man sollte es ziemlich gefahrlos sammeln können. Solange ihr es nicht esst, wird es euch gut gehen. Glaube ich. Ja, da hat eine Quarantänezone erwähnt. Wo ist sie? Fair war einst eine Bergarbeiterstadt. Die Minenanlagen gibt es immer noch. Nachdem die ersten Leute krank wurden, wollten wir das Schlimmste für die Gesunden verhindern. Also haben wir sie da unten unter Quarantäne gestellt. Ihr habt sie einfach zum Sterben zurückgelassen? Nein, ganz und gar nicht. Amur und ich gehen regelmäßig dort runter, um uns um sie zu kümmern. Wir haben einen Kontrakt mit den Söldnern geschlossen, um für die Sicherheit aller zu sorgen. Am Ende wird das hier alles gut ausgehen. Und sagte er. Herrchen, Leute. Bock abgemetzelt zu werden. Sollten wir nicht drei sammeln? Du wolltest jetzt nicht so der Metzeltag. Morgen vielleicht. Ach, na gut, dann warte ich halt bis morgen. Auch in Ordnung. Dann werden sie heute halt nur abgeschnitzelt. Musst du wohl den Stream verschieben? Ja, ich merk schon. Schnitzel ich auch bitte. Oh Mann. Schnitze, es hört leider aus. Muss ich erst verarbeiten. Aber ich darf ja nicht metzeln. Ist das mit Gnu? Antilope? Zebra? Nope. Leider auch aus. Ach, Käfer habe ich im Angebot. Ihr seid zurück. Gut. Verzeiht. Ich versuche einfach auf den Füßen zu bleiben. Achso, das verarbeiten uns über das Ganze. Okay. Naja, Hakuna Matata. Ich habe etwas Weidenkraut für euch.
Wunderbar. Gönnt euch. Ich lasse Amur gleich einen weiteren Schwung Salbe herstellen. Ich hoffe, ihr hattet keine Schwierigkeiten. Nein, da waren nur ganz komische Leute, die mich einfach angegriffen haben. Die haben ein bisschen gestunken und gemüffelt. Sahen aus, als wären sie schon 3 Tage in der Sonne am Verwesen. Aber hey, keine Probleme gab beim Sammeln. Es sind ein paar Leute über die Felder gestreift. Sie sahen krank aus und haben mich angegriffen. Oh, ist das so? Das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Das klingt nicht so, als wenn es euch neu wäre, ne? Das ist hier schon klar. Handy, was ist los? Tut mir leid, ich stehe etwas neben mir. Die Müdigkeit. Einige der örtlichen die Müdigkeit müssen wieder von der Seuche betroffen sein. Ich werde Amur und ein paar Söldner losschicken, um na gut, sie zu er hat ja auch 4 Tage durchgehabt. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Gibt es sonst noch etwas, womit ich helfen kann? Ehrlich gesagt, ja. Wenn ihr die Salbe an einige Einwohner verteilt, könnte ich Amur losschicken, diese Landarbeiter sofort zu behandeln. Jeden Tag tauchen neue Patienten auf. Mit wem soll ich sprechen? Wollen wir mal sehen. Hier, nehmt meine Liste. Nelulin, ihr solltet gerade draußen sein und die Schuppen reparieren. Eryril hat sich 2 Personen in seinem Haus verkrochen. Und das Anine, bitte für den Namen. Ihr gehört dieser Hof. Sie ist wahrscheinlich gleich vor der Scheune. Das sind die nächsten Opfer der Seuche auf der Liste. Dann gehe ich die Salbe verteilen. Ich werde sofort neue Salbe herstellen, mein Herr. Mach das. Mach die neue Salbe besonders stark, Amur. Sie ist fertig, mein Herr. Ich habe die Dosis erhöht. Hier habt ihr sie. So. Dann gehen wir mal die Salbe verteilen. Servus. Hallo. Handy hatte euch auf seiner Liste. Er meinte, ich soll euch etwas Salbe geben. Ich bin krank? Bei den Sternen. Ich schätze, es war wohl nur eine Frage der Zeit. Die Kranken sind ja schließlich in meiner Scheune. Hier ist die Salbe. Vielen Dank. Und da dachte ich immer, meine größte Sorge wäre, den Hof zu halten. Und jetzt habe ich Angst, an der Seuche zu erkranken. Ich schätze, die Sterne wandern. Gesundheit. Es ist unglaublich, im Herzen von Tanselwil zu stehen, nicht wahr? Wie viele von euch waren denn bitte schon in Tanselwil? Ich stelle mir die große Frage, warum? Warum steht das im Haus? Servus. Was macht ihr in meinem Haus? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Handy schickt mich. Ich habe diese Salbe. Das wird aber auch Zeit. Meine Familie hat geholfen, diesen sternenverlassenen Ort zu gründen. Man sollte eigentlich meinen, ich würde als einer der Ersten behandelt. Okay, gib mir die Salbe wieder. Verreck. Du bist mir zu hochnäsig. Genau. Ich hoffe, es geht euch. Ihr habt getan, wofür ihr gekommen wart. Verschwindet und trödelt nicht. Schlimm genug, dass ich mich mit diesen dreckigen Bauern abgeben muss. Jetzt muss ich mich auch noch mit ihren Krankheiten herumplagen. Ja, wenn du so fein bist, dann geh doch in die Stadt und hol dir eine Stadtvilla. Hä? Also wenn du einer so feinen Gesellschaft angehörst, dann geh! Was ist der denn? Keine Ahnung. Der Hochnäsige vom Dienst, ey. Unglaublich. Ja, ich müsste als einer der Ersten auf der Liste stehen. Ja, natürlich. Creme de la Creme von Auridon oder was? Ah, guck mal, solche Menschen kann ich ab. Tut mir leid, kann ich euch helfen? Ich habe eine Menge Arbeit zu erledigen. Handy schickt mich, ich habe etwas Salbe für euch. Salbe? Was? Heißt das etwa, ich habe die Seuche? Ja, kein Mensch, ja trotzdem. Über uns, das wird Mutter nicht ertragen. Ich weiß es nicht, ihr wart auf seiner Liste. Hendil hat so viel für diese Stadt getan, dass ich ihm einfach vertrauen muss. Ich wünschte jedoch, ich wäre verschont geblieben. Ihr habt eben eure Mutter erwähnt. Meine Mutter, Velatosse. Sie ist in ihrem Haus gleich hier in der Nähe und wartet auf Nachricht von meinem Bruder. Er ist unten in der Höhle und wartet darauf, dass Hendil ein Heilmittel findet.
Es kommt schon wieder alles in Ordnung. Vielen Dank. Es tut mir leid, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Ich schätze, ich sollte dankbar sein, dass ich die Salbe habe. Hendils Sohn ist so schnell erlegen. Mögen die Sterne die Seuche verdammen. Ihr hattet euren Bruder erwähnt. Was ist mit ihm geschehen? Mein Bruder Ivelien war eines der ersten Opfer der Seuche. Hendil war so freundlich, als er mit Mutter sprach. Er erklärte ihr die Lage. Ivel ist jetzt schon seit Tagen in der Quarantänezone und wir haben nichts mehr von ihm gehört. Sie ist ganz außer sich. Und wenn ich jetzt auch noch diese Salbe brauche, verdammt. Ja, dann weiß ich, wer an einem Herzinfarkt sterben wird. Sagen, wieso ich so dumm bin. Du bist aber nicht dumm. Aber ich frage einfach mal, was ist passiert? Holt die Verstärkung und verriegelt die Ausgänge. Wir müssen vorsichtig sein. Alles wird gut werden. Wir sorgen uns nur sehr um die armen Opfer. Aber sie singen. Hat jeder seine Salbe? Das hat nichts mit dumm zu tun. Das ist ein Drang, dem man nicht widerstehen kann. Wenn ich alleine bin, mache ich das auch. Nur nicht, wenn jemand da ist, dann nicht. Ich habe mit allen Drängen gesprochen. Sind Sie krank? In manchen Fällen setze ich auf Vorsorge. Das wird hoffentlich die Ausbreitung der Krankheit eindämmen. Mögen die Götter euch danken, so wie ich euch danke. Ja, das weiß ich bei dir, das weiß ich. Aber das hat nichts mit dumm zu tun, das ist ein Drang. Du machst das halt gerne. Hier nicht. Oh, das ist so die Mutter von den beiden Frickeln da. Was meint ihr? Jeder in der Stadt ist Hendil so dankbar, aber ich traue ihm nicht. Oder dieser kleinen Kröte Amur. Mein jüngster Sohn ist schon seit einer Woche da unten. Warum? Ihr denkt nicht, dass er versucht, diesen Leuten zu helfen? Nein. Ich denke, er hat etwas zu verbergen. Diese Söldner, sie bewachen sein Haus Tag und Nacht. Bitte, ich weiß, dass ihr keinen Grund habt, mir zu trauen. Aber könntet ihr nicht nachschauen gehen? Es geht um meinen Sohn. Ich werde mich in Hendils Haus umsehen für euren Sohn. Ich treffe euch in meinem Haus, wenn ihr fertig seid. Ich lebe direkt hinter Hendil. Ich weiß, dass ihr denken müsst, ich sei verrückt. Aber ich kann es spüren. Das ist alles falsch. War Hendils Sohn nicht der erste Infizierte? Ich weiß, ich weiß. Ich kann es nicht erklären. Aber in den letzten paar Tagen wirkt es, als ob Leute erst krank werden, nachdem Hendil sie mit der Salbe behandelt hat. Oder vielleicht deute ich da auch zu viel hinein. Wie dem auch sei. Ja, wir gucken uns das einmal an. Und wir steigen einfach mal durchs Fenster, welches kaputt ist. Das ist ein komisches Fenster. Hendils Tagebuch. Es wird immer schlimmer mit meinem Sohn. Ich schaffe es kaum noch, ihn ruhig zu stellen. Seine Krankheit ist unersättlich. Diese Dinge, ich habe keinen Schimmer, was ich mit ihnen anstellen soll, die er infiziert hat. Die Salbe ist meine einzige Hoffnung. Ich bin der Erste, der ihre wahre Eigenschaft als mächtiges, lokales Beruhigungsmittel entdeckt hat. Wenn wir in friedlichen Zeiten leben würden, hätte ich mein Forschungsergebnis beim Kolleg eingereicht. Ich hätte mir die Anerkennung meinesgleichen erarbeiten können. Jetzt lebe ich jede wache Stunde voller Angst vor dem um mich herum. Jeden Augenblick könnten sie die Wahrheit über Tancano herausfinden, was das bedeuten könnte. Mal kaputt. Was? Warum? Also, warum? Also, warum? da. Sie haben ihn mitgenommen. Sie haben Nelulin mitgenommen. Jetzt sind meine beiden Jungs eingesperrt.
Ryan, was? Nein. Nein. Einfach nein. Es tut mir leid, Velatusse, wie auch immer. Ich habe ein Tagebuch gefunden, als ich ein Dienstag durchsucht habe. Was hat er zu verbergen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles verstehe, aber ich hatte recht. Diese Seuche, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist allein seine Schuld. Warum sollte er eine Seuche auslösen wollen? Keine Ahnung, aber eines ist klar. Was immer da vor sich geht, muss aufgehalten werden. Bitte. Ich weiß, dass ihr mich kaum kennt. Aber meine Söhne sind alles, was ich habe. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften könnte, wenn sie... Ich muss also in die Mine. Ja, und um das zu schaffen, müsst ihr an den Söldnern vorbei. Diese griesgrämigen Schläge an der Tür ignorieren mich einfach. Vielleicht könnte einer der anderen davon überzeugt werden, euch zu helfen. Oder vielleicht eine Verkleidung? Ich weiß es nicht. Ich werde an ihnen vorbeikommen. Ihr macht euch recht wichtig in der Stadt, nicht wahr? Das stimmt. Können wir über eure Söldnerkollegen sprechen? Das hängt davon ab, was ihr wissen wollt. Nun, ich müsste in die Quarantänezone. Habt ihr eine Ahnung, wie ich das schaffen könnte? Ich werde es euch sagen. Ihr habt die Quarantänezone erwähnt. Unter uns gesagt, geht es meiner Geldbörse gerade gar nicht gut. Lasst mich raten. Eure Geldbörse ist schrecklich hungrig. Das ist es. Eure beste Chance dürfte sein, sich eine unserer Uniformen aus dem Schrank in der Schlafbaracke zu schnappen. Alle dort dürften tief und fest schlafen. Sie werden nichts bemerken. Sagt ihnen nur nicht, dass ich euch geschickt habe. Danke, hoffentlich geht es eurer Geldbörse jetzt besser. Okay. Söldnerverkleidung. Ziehen wir die doch mal an. Töchchen. Amour, wir müssen zurück, bevor jemand bemerkt, dass wir weg sind. Ist ihn. Lasst ihn. Wir müssen Tankano finden. So, jetzt kann ich aber meine anderen Sachen da wieder anziehen, ne? Jetzt wieder. Wo bin ich? Was ist geschehen? Handy und Amour haben euch hierher geschleppt. Sie sind einfach weggelaufen. Die Quarantänezone? Aber hier unten sind alle krank. Muss ich sterben? Ich weiß es nicht. Ich bin so müde. Ihr müsst Handy finden. Ich will nicht sterben. Ja. Das mit dem Ich-Sterben hat so semi-gut geklappt.
Ach, okay, er lebt noch. Er ist so bewusstlos. Okay, gut. Er atmet zwar halt nicht, aber hey! Passt. Würden wir schon sagen. Oh, sag. Haltet sie fest, Amur. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie noch weiterkommen. Sie dürfen die Wahrheit nicht erfahren. Mich? Hallo, Amur. Amur mit dem Hackeball. Okay. Sohn, lasst mich ein! Sie dürfen euch nicht so vorfinden! Sie werden euch umbringen! Danke, Anno! Sie haben es auf euch abgesehen! Zurück mit euch! Tut ihm nichts! Bitte geht weg! Ich versuche nur, meinen Sohn zu beschützen! Mhm. Wovon redet ihr da? Was geht hier vor sich? Dankano, mein Sohn, er ist krank. Ja, danke, das haben wir schon herausgefunden. Zu verheimlichen, aber alles ist schief gelaufen. Was stimmt mit all diesen Leuten nicht? Mein Sohn, er nährt sich von ihnen. Dann zwingt er ihnen seinen Willen auf und verwandelt sie in seine Schergen. Ich bringe schon Leute hier runter, seit er krank wurde. Sobald ich das Heilmittel finde, kann ich alles wieder in Ordnung bringen. Das ist einfach falsch. Ich möchte nur meinen Sohn zurück, nicht dieses Monster. Bitte tut ihm nichts. Ich kann das alles noch richten. Ich kann immer noch... Nein. Das neue Blut riecht frisch. Bitte, Vater, lasst sie herein. Hallo, Tankano. Mhm. Ihr könnt eine Ähnlichkeit zwischen diesem jungen Mann und Nelulin erkennen. Das muss Ivelin sein. Ja, der ist tot. Mein Sohn, ich kann es nicht glauben. Nach allem, was ich getan habe, um ihn zu beschützen. Um ihn zu beschützen? Was ist mit all diesen Leuten? Ich weiß es nicht. Sie standen unter Tankanos, unter Kontrolle des Monsters. Ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Wir können nur hoffen. Ihr werdet euch für eure Taten verantworten müssen. Ich verstehe. Ich habe die Freiheit nicht verdient. Meldet mich, Netanwe, damit sie mich festnehmen kann. Ich kann all diesen Familien nicht in die Gesichter sehen. Kann ich hier warten? Woher soll ich wissen, dass sie nicht flüchten? Ich werde nicht fliehen. Ich werde... Fesselt mich. Ich werde darauf warten, dass sie mich holen kommt. Oh, Fesselspieler, hä? Okay. Du bist gefesselt. Servus. Bitte, meine Söhne, was ist geschehen? Handyzell war eine Droge. Er hat die Leute an seinen Sohn Tankano verfüttert. Ein Vampir. Was? Er ist ein Monster. Wer würde so etwas tun? Er auch Vampir sein. Nelulin, habt ihr ihn gefunden? Ich habe ihn gleich hinter dem Eingang gefunden. Ich denke nicht, dass der Vampir ihn erwischt hat. Den Sternen sei Dank.
Wartet, was ist mit Ivelien? Er war so lange dort drin. Es tut mir leid, ich kam zu spät. Nein, mein Junge, mein Evil. Handy, wo ist er? Mein Evil, mein Evil. Ich habe ihn gefesselt und dann niedergelassen. Ich war gerade dabei, den Söldnerhauptmann zu holen, um... Halt! Geht einfach nur eurer Wege. Evil Chicken. Ich weiß zu schätzen, was ihr versucht genau. habt, aber... Genau, Evil Chicken. Einfach nur eurer Wege. Das ist denn nicht wert, tut das nicht. Ich war nie hier. Soll der Kerl leben oder soll er sterben? Was meint er? Leben oder sterben? Das ist hier die Frage. Tote Partei. Hallo, Hybrid. Immer Tote Partei. Ach, Ryan. Du kannst doch nicht immer alle umbringen. Wieso willst du immer alle sterben sehen? Ja, doch, kannst du aber. Weißt du nicht. Kannst du ja gar nicht beurteilen, Ryan. Weiß auch nicht, worum es geht, aber bring ihn um. Ist ja gut. War nicht hier. Stimmt. Ich werde Nelunin auf dem Weg hier raus einsammeln. Ich denke, wir lassen uns vielleicht irgendwo... Und was ist, wenn es um deine Lieblingscharaktere in Spielen geht? Ist dann der Tod auch toll? Meinen ja nur. Wohnpostzimmer. Wir nehmen das kaiserliche Bett. Die eigentlich eh was. Ach.